alles wie es ist und eh papalapap, ohnehin, was sollen schon solche wie wir verändern? Nein, Kleines. Mein Text trägt den Namen Kisten. Ist ein bisschen komisch, deswegen erkläre ich das, glaube ich, lieber. Ich habe nämlich die Vorstellungen in meinem Kopf, dass jeder Mensch so typische Gefühle wie Selbstvertrauen und manchmal auch Mitgefühl oder sowas eigentlich in sich trägt, aber diese eben manchmal wie so in Kisten sozusagen irgendwo tief in einem drin verstaut sind und man gar nicht wirklich weiß, dass sie existieren und es ist schwer, diese wieder rauszuholen. Gut, Kisten. Hinter allem, was ich lebe, hinter jedem, dem ich stehe, sind Gedanken, so wie Adler, so anmutig und schön ist es die Idee, dass sie frei sind. Frei, frei von allem, frei von Käuzen mit Krawatten, denen laute Vögel nicht gefallen. Sie können so hoch fliegen und so laut schreien, Paläste errichten und fallen die ein, tut das auch nicht weh, sondern schenkt Erkenntnis. Jeder Flügelschlag bringt mehr Verständnis und lässt sie durch die Lüfte ziehen. Sanft und sorglos souverän, manchmal mutig und rasant, doch immer nur im Kreis. Schnittstellen mit anderen meiden, vom Unbekannten lieber schweigen, denn Vorsicht ist besser als Nachsicht und Einsicht ist besser als gar keine Sicht und Sicht ist wichtig. Es ist richtig, das meinungsfreie Drohverhalten von diesen Käuzen wahrzunehmen, einzuhalten und im richtigen Moment ehrfurchtsvoll den Mund zu halten. Ach so. Wer hat das denn gesagt? Und wo steht das geschrieben? Was legt unseren Gedanken auf, nach Norm und Regelhaftigkeit zu fliegen? Ich dachte immer, kein Mensch kann sie wissen. Ich dachte immer, sie kann kein Jäger erschießen. Fürchtet ein Adler denn dessen Flinte? Ließ er sich kampflos zur Rechenschaft ziehen, aufgrund der eigenen Natur seiner Freiheit berauben, von Anfang an die Hoffnung tot glauben? Anstatt Eigeninitiative, Resignation. Anstatt Vogelgezwitscher der Befehlston von den anderen mit den lauten Stimmen, die jeden auf dem Boden zwingen, in die Knie, der anders denkt, der anderen Träumen Glaube schenkt. Und du siehst mich jetzt so an, hältst deinen Kopf so schief und siehst mich nur so an und du lächelst irgendwie, kannst du mich gar nicht hören. Belächelst nur das Kind vor dir und ich kann's weiterhin kaum glauben, vergnügst dich über die Blauäugigkeit in meinen braunen Augen. Schreib nicht sowas Kritisches, das nimmt man dir nicht ab. Läuft doch alles, wie es ist und eh papalapap, ohnehin, was sollen schon solche wie wir verändern? Nein, Kleines, in der Welt gibt's dafür Regelung. Nein, ich nicht. Bin so naiv und hab noch was wie Hoffnung. Warum drehst du dich nicht um und siehst endlich in all diese Gesichter? Du denkst, es glänzt in ihren Augen, doch ich sehe nur künstliche Lichter. Keine Blicke sind warm, alle Adern sind kalt. Wie kannst du nur glauben, es ändert sich bald irgendwas, ohne dass du was machst? Wird am Bahnhof ein junger Mann hinterrücks erstochen, kreischst du, du warst nicht anwesend. Schreibt einer ein Areal 800 vor deine Tür, wie blind du bist. Piepst du kannst nicht lesen. Auf dem Dachboden irgendwo lagert dein Selbstvertrauen in Kisten. Verstehst du nicht, in dieser Welt sind wir mehr als nur Statisten. Wir können doch so weit rennen und so laut schreien, Paläste errichten und fallen die ein, tut das auch nicht weh, sondern schenkt Erkenntnis. Jeder neue Schritt bringt mehr Verständnis, denn selbst du und ich und wir sind gleich. Gleich und reich an hoffnungslosen Freiheitsdrang, ähneln uns mehr als du denkst, ähneln uns selbst im Gang, durchs Leben vorbei an all den Dingen, die uns zur Verzweiflung bringen, kriechen lassen, freudig springen, doch vor allem stolpern. Wenn nicht irgendwie alle im gleichen Takt, rechts die Vorsicht, links der Mut in den Arm eingehakt, versuchen schon, seitdem wir denken, stets aufrecht zu gehen, auf jedem Pfad voll spitzer Steine das Ende noch zu sehen. Doch wir fallen ungehemmt und ungeschickt. Jeder stürzt und wenn er liegt, braucht er Mut, um aufzustehen. Lasst uns, wenn wir am Boden sind, etwas neue Hoffnung pflanzen. So sieht's nicht aus, als ob wir stolpern, sondern als ob wir tanzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Lea Weber. Siehst mich nur so an und du lächelst irgendwie, kannst du mich gar nicht hören.
belächelst nur das Kind vor dir und ich kann es weiterhin kaum glauben, vergnügst dich über die Blauäugigkeit in meinen braunen Augen. Schreib nicht so was Kritisches, das nimmt man dir nicht ab. Läuft doch alles, wie es ist und eh papalapap, ohnehin, was sollen schon solche wie wir verändern? Nein, Kleines, in der Welt gibt's dafür Regelung. Nein, ich nicht. Bin so naiv und hab noch was wie Hoffnung. Warum drehst du dich nicht um und siehst endlich in all diese Gesichter? Du denkst, es glänzt in ihren Augen, doch ich sehe nur künstliche Lichter. Keine Blicke sind warm, alle Adern sind kalt. Wie kannst du nur glauben, es ändert sich bald irgendwas, ohne dass du was machst? Wird im Bahnhof ein junger Mann hinterrücks erstochen, kreischt